Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community mit Thorsten Helbig. Und ich freue mich, dass natürlich wieder hier zahlreiche Teilnehmer anwesend sind und sich für das Thema interessieren. Und natürlich auch, dass auch Twitch wieder dabei ist. Und vielen Dank dafür an Trader Pulse. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXFed. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Also auch wenn der Thorsten heute Setups zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und dürfen oder sollten diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Gut, dann, lieber Thorsten, kriegst du jetzt den Bildschirm. Und ich wünsche natürlich wie immer viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Scheint richtig zu sein, ne? Ja. Ja. Jo. Guten Morgen. Aus dem noch kalten, aber sehr, 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 sehr schönen Norwegen. Wir kriegen ab heute Hochsommer. Ich glaube, ihr in Deutschland auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe mal auf die Wetterkarte bei uns zu Hause geguckt und habe gehört, ups, das wechselt sich ja ab zwischen schwülwarmer Hitze und zwischen Unwettern. Unwetter kennen wir hier zur Genüge, nur dass sie hier viel schneller da und auch viel schneller wieder weg sind. Okay, das heißt, wir werden uns heute ein bisschen Mühe geben, ein bisschen zügig hier durchmarschieren, damit wir die wenigen schönen Tage hier auch etwas genießen können. Okay, wir starten immer wie immer ja mit einem kleinen Rückblick. Wir haben vorgestern diesen Plan gemacht. Wir wollten hoch bis an die 41 und dann runter bis zur 10806. Ich rede hier vom Euro-US-Dollar. Sagt Long, aber erst, wenn wir hier oben drüber gehen, beziehungsweise sogar den Zielbereich oben verletzen, dann wieder zurück und dann nach oben. Diese Geschichte nach oben hat, sage ich mal, nicht so funktioniert. Die Geschichte unten hat hervorragend funktioniert. Erstes, zweites, drittes Tief. Nachts dann hier um 23 Uhr, also Serverzeit 0 Uhr, nochmal ein kurzer Spike, ein kurzes nachlaufendes Tief, um dann nach oben durchzuziehen. Gestern Morgen dann den Plan angepasst, genau nach dieser Nummer 10827, ab da Short, bis hier auf jeden Fall bis zur 10810, eventuell sogar bis zur 10804 und darunter dann Shorts nach Euro Pro. So lautete der Plan gestern. Die Quälerei teilweise im Euro ist in den Sommermonaten unerträglich. Gestern konnte man sich hier angucken, was man wollte. Die Entry-Marke 10827 beinhaltet auch, so wie wir es vorgestern auch kommuniziert haben, wenn wir bei der 10827 shorten, müssen wir an der 10820 hier unten BE gehen. Diese Nummer gestern 1, 2, 3, 4, 5 mal und 5 mal rein und 5 mal BE geflogen. 5 mal immer wieder die gleiche Nummer. Gestern Morgen ein kurzer Schub von der 24 hier runter bis zur 11, 13 Punkte und danach dümpelte der Kurs hier zwischen der 10827 und zwischen der 10820 rum. Das ist
anstrengend, es ist nervig, weil man kaum die Möglichkeit hat, Regelwerke anzuwenden. Wenn man sich das anguckt, kann man hier benutzen, was man möchte. Egal, ob man Range-Händler ist, ob man FIBO-Händler ist, ob man Trend-Händler ist, man wird am laufenden Band immer nur wieder auf der falschen Seite abgeholt. Egal, ob man auf eine Trendfortsetzung geht, ob man nach Markttechnik handelt, immer wieder das Gleiche. Höhere Tiefs, höhere Hochs, tiefere Tiefs, immer schön aufeinander folgend. Und in der Folge ist es in der Regel so, dass dann einmal richtig knallt und das ganze Ding in eine Richtung explodiert, in welche auch immer. Ein Kollege von mir, den ich im Übrigen sehr schätze, hat bezeichnet das seit Jahren immer als Sommertheater. In diesem Sommertheater, was immer ausgeprägter wird, Märkte verändern sich ja, wie man weiß. Und in diesem Sommertheater werden oft Regeln, die sonst üblich sauber handelbar sind, komplett über den Haufen geschmissen. Und viele Sachen, die normal sind, sofern man an der Börse hier von normal reden kann. Ich glaube, der einzige Normale an der Börse ist Nelson, ne? Sofern man davon überhaupt reden kann, alles, was normal bezeichnet wird, alles, was als normal angewendet wird, wird so den einen oder anderen Tag komplett über den Haufen geschmissen. Wenn ich mir jetzt diese Woche mal so anschaue, und nicht nur diese Woche, wir haben heute den 11., dann bewegen wir uns seit einer Woche. Wir haben hier die NFP, die Non-Farm Payrolls gehabt. Ja. Diese Spanne gab den Ausschlag, aber ich glaube, ich nehme dafür mal einen anderen Chart, da kann man das besser sehen. Den brauchen wir gleich zum Malen, Malen nach Zahlen. Haben wir auch schon mal eingemalt. Okay, wir können ja alles rausnehmen. Check. Stimmt jetzt auch was nicht? Den Stereotrader doppelt drin hier? Nee. Ich mache einfach 9 auf fertig. So. Wenn wir jetzt hier in die 5 Minuten gehen, dann sehen wir, dieser Bereich hier, das ist die Oberkante und das hier ist die Unterkante von den Non-Farm Payrolls. Bestes Mal zeichnet das einfach mal in einem Bereich ein. So. Das heißt, wir müssen, um in solchen Zeiten zu bestehen, müssen wir uns immer die größere, höhere Zeiteinheit anschauen. Ich schaue mir sowas gerne einmal ganz kurz mit einem ganz kurzen Überblick hier im H1 an. Da sieht man dann eher weniger. Deswegen gehe ich dann über den gleichen Zeitraum in die kleinere Zeiteinheit zurück. Und dann kriegt man ein kleines bisschen ein besseres Bild. Die Spanne hier wurde festgelegt am Freitag mit den NFP. Da. Oberkante Richtung Unterkante, Oberkante wieder Richtung Unterkante. Fehlausbruch hier oben, das kann man sich auch mal im H1 angucken. Das heißt, alles, was wir jetzt hier machen, und das stinkt immer noch nach Short-Setups, auf jeden Fall, solange wir die Oberkante hier nicht kaputt haben,
Alles, was wir hier machen, müssen wir mit Stops über der 41, 42 beziehungsweise sogar über der 44. Dieses Stück sind nur 2 Pips. 2 Pips sind bei uns immer die Spread-Regelung. Diese Spanne sind nur 2 Pips. Das heißt, alles, was wir machen, sollte an der Oberkante hier in diesem Bereich zu Short-Setups übergeordnet führen. Da. Ja. Light Pink, schöne Farbe. So. Short-Bereich bis 1,0850 würde ich das sogar grob nennen. Per Schlusskurs im H1 verletzt ist. So, das kann man, glaube ich, lesen. Das heißt, erst wenn wir im H1 einen Schlusskurs über diesen Bereich hier oben haben, erst dann werde ich auf Long Setups umsteigen. Solange bleibe ich bei der Short-Geschichte. Das darf einmal kurz geknipst werden. Ist der Punkt bis hierher klar? Wir wollen uns ja langsam in die Richtung vorarbeiten, wie man sich so einen Tag oder so eine Setups erarbeitet, um seine Marken auch zu erhalten für den Tag. Warum 8,50 kommt die Frage. Wir haben das High hier bei der 45 und wenn ich den Spread dazu ziehe, wo er ja gerne noch mal irgendwie hängen bleiben kann. Wir reden ja von dem Schlusskurs. Und wenn ich das Brett dazu ziehe, bin ich schon bei 48. Dort. Hier haben wir die 45, 46 ungefähr, diese Hochs hier. Und das heißt, wenn wir da den Spread dazu ziehen, sind wir bei der 48. Und deswegen möchte ich einen Schlusskurs über der 50 sehen. Wenn diese Nummer hier nach oben durchschossen wird, das heißt, wenn wir hier jetzt stramm nach oben ziehen sollten, dann sollten wir massiv da durchgehen. Dazu ist dieser Bereich einfach viel zu hartnäckig. Wir sehen das gleich an den Zielbereichen der letzten Tage. Das heißt, wenn der hier mit Gewalt hier oben durchgeht jetzt, dann muss das auch eine Rakete werden, wird auch eine Rakete werden. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass diese Nummer schnell wieder zurückgeschossen kommt. Das heißt, wenn das so sein sollte, dann bekommen wir hier eine Kerze im H1 mit einem langen Docht oder die Kerze ballert durch, schließt außerhalb und dann aber auch weit außerhalb, dann schließt die nicht bei der 10849 oder so, dann schließt die eher bei der 10860 oder 10870. Deswegen, grob, wir sind ja hier in der öffentlichen Veranstaltung. Das muss man dazu sagen, die Kur, und da es eine öffentliche Veranstaltung ist, ist ja nicht unbedingt eine Kursidentität gegeben, sondern jeder hat einen, seht ihr nicht alle nur bei FX Flat. Der eine hat ja noch sein Konto bei irgendwelchen anderen chancenlosen Mitbewerbern, soll es ja geben. Und dann kann es auch passieren,
dass die Kurse um ein, zwei Pips irgendwie abweichen. Deswegen Schlusskurs, Shortbereich 1,0850 per, also Shortbereich bis die 1,0850 per Schlusskurs im H1 verletzt ist. Betonung liegt auf Schlusskurs. Das heißt, wir müssen da oben drüber schließen. Alles andere wäre sonst ein kurzes Rauschen. Guten Morgen, Stefan. Jetzt habe ich mich extra für dich so schön gemacht heute, aber meine Haare fliegen immer so, wenn ich das. Naja, wir haben vom 14.06. bis 26.06. einen Dreifachboden zu verzeichnen. Dieser Boden steht kurz vor der Auflösung an der 1,0855. Bis dahin sollte der Euro noch hochlaufen. Ja, auch danke für den Hinweis. Aber deswegen auch so eine Auflösung von solchen Setups erfolgt in der Regel in dem gleichen Muster so wie hier. Hoch auflösen, dann wird dort oben werden dann die Long Setups von dem Dreifachboden aufgelöst. Volle Granate, die stellen ihren Kram glatt. Und dann passiert genau das, dass hier der erste Schub kommt. Auch deswegen, so tief wollte ich jetzt nur nicht gehen, weil dann rede ich um 11 immer noch. Dann auch deswegen der Hinweis, Schlusskurs. Schlusskurs im H1 ist ausschlaggebend. Die Auflösung von Doppelböden, Dreifachböden wird auch oft mit wenig oder mit etwas Toleranz glattgestellt. Das heißt, wenn das exakte Ziel aus einem Doppelboden, aus einem Dreifachboden jetzt bei der 55 liegt, mein lieber Uwe, was durchaus passen kann, ich habe das noch nicht geprüft, aber wenn das exakte Ziel an der 1,0855 liegt, sollten die, die das Ding auflösen oder die es handeln, ihre Position noch bei der 1,0850, 52, 53 in diesem Bereich ebenfalls glattstellen. Und Auflösung von solchen offensichtlichen Setups sollten dann auch eine größere Händlergruppe sehen, sollte auch von einer größeren Händlergruppe gehandelt werden. Wenn es von einer größeren Händlergruppe gehandelt wird, ist die logische Schlussfolgerung, dass viele ihre Position glattstellen. Wenn viele ihre Position glattstellen, muss es zwangsläufig zu Rückläufen führen. Um das Setup aufzugreifen, ich mache den Chart hier mal leer. Zack. Und dann gehen wir ein bisschen darüber, damit man auch versteht, was uns Uwe meint. Wir haben bei der 10671 hier den ersten Boden, da den ersten, da den zweiten, da den nachlaufenden Boden. Da haben wir das nachlaufende Tief. Das nachlaufende Tief heißt, wir haben hier das Low bei 10667 und wir haben hier das Low bei 10665. Ein Klassiker. Damit daran oder dadurch versteht man vielleicht auch, was ich oder was man damit meint, wenn ich sage, wir warten auf ein nachlaufendes Tief. Das ist so ein Klassiker hier gewesen. Exakt mit zwei Pips einmal kurz darunter gelangt, um dann direkt nach oben zu ziehen. Das heißt, wir haben hier, es wäre immer oder es ist immer ratsam, sich sowas eventuell selber in so einem Webinar hier mit einzuzeichnen oder mitzuzeichnen. Ansonsten muss man sich die Aufzeichnung hinterher vier, fünfmal anschauen. Das ist auch anstrengend. Ich empfehle immer selber einen Chart aufzumachen im H1. Das heißt ja hier Lernen und Handeln mit der Forex-Pro-Community. Wenn man jetzt davor sitzt, die meisten haben zwei Bildschirme, wenn nicht sogar drei, empfehle ich einen
Bildschirm dafür zu benutzen, die Plattform aufzumachen, hier jetzt den H1 aufzumachen und sowas vielleicht selber einzuzeichnen. Das kann man sich damit selber sauber erarbeiten und es erspart Nachfragen. Wir haben ja nicht umsonst die Webinarreihe genannt Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community und nicht Handeln und Lernen. Dreifachboden im H1 nach Uwe B, damit er auch mal verewigt wird hier. Grüße nach Usedom oder wo steckst du gerade? So, da haben wir den Dreifachboden. Der höchste Punkt nach der Geschichte ist hier. Da haben wir die Nackenlinie. Da haben wir die Nackenlinie. Und wenn wir jetzt den Klassiker nehmen und hier die Geschichte drauflegen und dieses Maß von unten nach oben dann duplizieren, dann haben wir hier das Ziel. Und schon, das darf auch mal geknipst werden. Und schon sehen wir 1,08 auf jeden Fall nach den Kursen von FX Flat hier. Haben wir genau diese Geschichte, das Ziel 1,0855 oben. Ich wollte das jetzt nur kurz erklären, nicht nur einwerfen. Wir haben hier einen Dreifachboden und Ziel ist das. Deswegen auch. Der Schlusskurs im H1 muss hier oben drüber passieren. Wenn nämlich der Dreifachboden hier nicht nur aufgelöst wird, sondern wenn das hier jetzt eine ganz stinknormale Trendbewegung ist, die sich jetzt fortsetzt, dann ballert der auch da oben durch. Dann erkennt man daran, dass die Händler, die diese Nummer handeln, jetzt nicht zwingend so groß sind, die Händlergruppe nicht zwingend so groß ist, dass sie irgendwelche Marktrelevanz erlangt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Dreifachboden eventuell nicht so diese Wirkung hat, erkennt man auch an diesen Mustern. Wenn so ein Dreifachboden vom Markt angenommen wird oder Doppelboden, je nachdem, kann auch ein Vierfachboden sein und alles, was man in diese Richtung irgendwo hat, wenn sowas vom Markt angenommen wird, dann wird es in der Regel oder wird es auch regelkonformer gehandelt. Regelkonformer würde heißen, ich schreibe das aber hier oben rein. Ups. Ganz schnell, bevor hier geknipst wird, sonst falle ich hier durch die PISA-Studie. Nee, so ein Fehler sind, glaube ich, heute in der PISA-Studie normal, ne? So, Beispiele. Das heißt, wenn so ein Dreifachboden angenommen wird, wir haben hier das hier ein Gap. Dieses Gap ist sogar lange offen geblieben, weil gerissen wurde dieses Gap am 1.7. und geschlossen erst am 2.7. Vorher wurde die Nackenlinie hier oben verletzt. Üblich wäre es, wenn wir den Boden noch nicht verletzen, hier oben drüber, über diesem Doppeltopf vielleicht kurz ein neues Hoch machen, dann das Gap schließen und dann nach oben weg.
Das wäre der übliche Weg in der ersten Version. Viel ausschlaggebender ist, dass wenn, so wie hier, die Nackenlinie angelaufen wird, hier komplett bestätigt wird, dann schon der herbe Rückschlag. Oder wenn er hier oben durchgeht, so wie er es hier gemacht hat, auch mit einem Schlusskurs hier oben durchgeht, ist die logische Schlussfolgerung, wenn der Doppelboden, Dreifachboden, Vierfachboden gehandelt wird oder wenn er von dem Markt erkannt wird, dass genau hier oben drüber, hier ganz knapp da oben drüber, welche Orderart liegt. Welche Order müssten hier oben platziert sein, wenn der Doppelboden, Dreifachboden so angenommen werden sollte, wie es vermutet ist? Wenn der Dreifachboden angenommen werden sollte, hier, also Regelwerk heißt ja, hier unten den Boden und hier oben drüber dann über der 10761 hoch bis zur 10855. Nach dem Regelwerk müsste man den Stop-Loss unter die 10667 legen, weil das wäre das Regelwerk Doppelboden. Deswegen handle ich es in der Regel anders oder ich ungern. Ich lasse mich da nicht unbedingt gerne einstoppen, weil dort in diesem Bereich hier müssen Long Stops liegen. Weil Regelwerk Doppelboden, Regelwerk Dreifachboden heißt, wenn die Nackenlinie verletzt wird, dann wird sofort dieses Ziel hier oben aktiviert. Die normale Marktreaktion wäre, sich da oben drüber einstoppen zu lassen, um dieses Ziel hier anzulaufen mit einem SL hier unten. Ich handle so etwas ungerne, weil wir da ein, ich will nicht sagen mega schlechtes, aber ein negatives CRV haben. Die Chance ist kleiner als das Risiko, beziehungsweise wenn man auf die Marken H genau eingeht und diese erwischt, haben wir ein CRV von 1 zu 1. Das Risiko hier ist genauso groß wie die Chance und da hört der Spaß dann irgendwie auf oder es hört dann auf, hier Spaß zu machen. Wir haben hier die Nackenlinie erst verletzt, haben dann erst das Gap geschlossen. Das Gap belief sich der Sch oder die Unterkante von dem Gap ist der Schlusskurs von dieser roten Kerze und die ist bei 107.084 und wir haben hier das Low bei 107.095, also exakt einen Pip oben drüber. Das ist ebenfalls wieder dem Spread geschuldet und somit sind wir auch hier im Toleranzbereich. Dieses Gap ist somit als geschlossen zu betrachten. Gap geschlossen, dann nach oben. Wenn der Ausbruch dann so massiv erfolgt, so wie es ja dann hier auch passiert ist, kurz vor den NFP hier, 1, 2, 3 Stunden Vollgas, Vollgas nach oben, dann sollte, um die Wirkung von dem Dreifachboden, Doppelboden, Dreifachboden auch zu haben, der Lauf gerne da hoch. In dieser Spanne sogar kann man sogar ein Fibo drauflegen auf diese Zielspanne und dann sagen, okay, wir laufen bis zur 61,8. Dann zurück die Kante bestätigen, wenigstens in diesen Bereich kommen, wenn nicht sogar ein kleines Stück unten drunter. So. Um dann hochzuschießen und das Ziel abzuarbeiten. Das wäre der normale Verlauf nach dem Ausbruch.
Und der Verlauf hier unten, den ich vorhin zuerst gezeigt habe, wäre der normale Verlauf für die Phase, wo wir den Ausbruch direkt machen. Beides ist ausgeblieben. Der direkte Ausbruch ist nicht erfolgt und hier fehlt die Bestätigung. Die Bestätigung hier, wenn wir hier drunter gelaufen wären, Umkehrkerzen, hätte auch bei uns zu Long Setups geführt. Aber danke für den Hinweis. 10855 sollte man oben für Stops im Auge behalten. Das sind ja auch nur noch 20 Punkte nach oben oder 20 Pips nach oben. Das ist ja auch nicht mehr so schlimm oder auch nicht mehr so weit. Schauen wir auf den Plan von heute. Wir haben die letzten Tage, dazu muss ich das mal wieder ein bisschen zusammenschieben. Wir haben die letzten Tage immer gesagt, hier Ziele oben bei 10841 und die Stops immer ein Stück höher. Dieser Bereich bleibt nach wie vor hier oben bestehen. 10844, 10846 auch für den heutigen Tag. Ich nehme diese Linie, verschiebe ich erstmal nur. So, demnach würde ich Short nach Zielbereichen, nach den Hochs von gestern und nach Zielbereichen würde ich diesen Bereich hier bevorzugen. So, 10844, 10846. Den Trendwechsel haben wir etwas früher heute und den würde ich hier in diesem Bereich bevorzugen, dass man ab der 10831 shorten nach Euro Pro. Die 8:15 Uhr lasse ich mal drin stehen, wir haben es 8:18 Uhr. Also würde ich dieses Muster für heute genauso in Anspruch nehmen. Sagen, okay, da hoch, grob und dann da runter. Na komm, nimm die Linien mit. Jetzt hat es. Das sind unsere Zielbereiche und die Bereiche von gestern, die wir hier für den Entry benutzen. Ich schreibe hier zur Erinnerung nochmal den Hinweis von Uwe dazu. Bei 10855. Im Idealfall legt man den SL über die 10855. So, auch das darf geknipst werden. Ich mache die Zielbereiche noch dazu an. Dann, wenn wir hier oben bei der 46 in diesem Bereich shorten sollten, dann schreibe ich das mal noch dazu. SL für Shorts muss bei ca. 10839 BE gehen.
dahin. Ist das Setup klar oder sind diese Setups klar? Sind die verständlich? Offene Fragen? Ich meine, offene Fragen könnt ihr nachher auch zu FXLet schicken. Ich weiß, Nelson schreibt morgens immer alles mit. Den könnte ich heute Abend aus dem Bett holen, könnte ihn abfragen, dann weiß er das alles. Willi, die Geschichte mit unserer Anneliese, dass man die wieder auf Null setzen kann, habe ich an die IT weitergegeben und werde mal schauen, ob das technisch möglich ist. Wir sind ja da an die Zuarbeit von den Softwareherstellern angewiesen, wo wir die Anneliese oder die Seminaraufzeichnung und so weiter laden. Weil die müssen da mitspielen, dass man das mit einem Knopfdruck auch wieder auf Null setzen kann. Ich habe es weitergegeben. Wir werden es testen oder werden es probieren. Ob wir das hinkriegen, Garantie eher nein. Also nicht, dass ich sage, das geht nicht mit dem Nein, sondern ich möchte dafür keine Garantie geben, dass es geht. Okay, damit haben wir den Jungen hier erledigt. Jetzt haben wir hier unseren, ach so, das vielleicht noch mal knipsen hier, das Gesamtbild. Stefan, wir beide müssen mal reden. Wenn du mal ein paar Minuten Zeit hast, Stefan S. aus Hamm, wäre ich dir dankbar, wenn du mir ein kurzes Zeichen gibst, wenn ich dich mal anrufen kann. Wenn das geknipst ist, dann. Okay, dann schauen wir jetzt mal hierher in den DAX. Die Stops für unsere DAX-Position liegen noch für die, die laufen. Stops im DAX 18.678. Diese müssen wir verschieben auf die 18.000, nicht 4, nicht 600, 400, Mann. Das ist der erste Schritt. Stops müssen auf 18.498 gezogen werden. Hintergrund ist, dass wir bei der 92 das 66er FIBO-Level haben, was gerne mal benutzt wird. Bis zur 76.4 lasse ich diese Position nicht mehr laufen, sondern ich muss ziehe den jetzt auf die 98 und dann muss man schauen. Wir haben gestern Morgen darauf verwiesen, dass er aufpassen. Mittwoch ist gleich Korrekturtag. Nachdem Dienstag hier diese Kiste abgeschmiert ist bis zum geht nicht mehr, hatten wir diese Marken hier benannt für die Shorties, wo wir aufpassen müssen. Hier hatten wir den Doppelboden. Der Doppelboden war lange aufgelöst, wäre auch ideal mit der Bestätigung von diesen Tiefs gewesen. Okay, wir dürfen diese Geschichte von oben nach unten auskorrigieren bis zur 18.371 oder sogar bis zur 4.22, dass er so einen Abverkauf hier
komplett hinnimmt und sagt, ich korrigiere das Ding komplett aus, bis zum Maximum ist, ich will nicht sagen Grenzwerte, DAX kann er machen, was er will, ist aber nicht so üblich, schon gar nicht, wenn so ein Schwung drin ist oder Schwung drin war. Bei 18,94 haben wir, wenn wir die gesamte Bewegung nehmen, den 61,8. Wenn wir die letzte Bewegung nehmen, die erste Dynamik gebracht hat hier, dann haben wir bei der 91,92 haben wir 66er Fibo. Diese Kombination hier sollte dazu dienen, die Stops dort zu platzieren. Und der dritte Punkt ist, das da oben nehme ich gleich wieder raus. Die Marken da unten verschiebe ich gleich ein bisschen. Shorts heute nach Fibo ab 18,94. Da sind die Fibo-Marken circa zu finden. Über 18,45 über 18,45 sind Shorts erst mal vom Tisch. Immer Schlusskurs im H1. So. Dass wir Mittwochs Korrekturtag haben und dass hier ein bisschen nach so einem Short Move auch ein bisschen Long Musik reinkommt, ist nicht unnormal. Das ist völlig okay. Aber der Lauf gestern, der war schon massiv. Der fing gestern Morgen pünktlich um 8 an und den ganzen Tag über kannte der DAX nur diese eine Richtung, nur bis dahin. Jetzt verletzen wir gerade kurz das 61,8er Level aus dieser Bewegung hier. Bis dahin dürfte er noch diese Nummer. Und jetzt müssen wir schauen, wann haben wir überhaupt einen Trendbruch? Wir haben dieses High, haben wir bei 18,469. Das hier jetzt, das hier ist das letzte Hoch im H1. Das hier. Das lege ich hier mal oben drauf. Und erst da drüber, wenn der Schlusskurs über der 18,468 bleibt, dann also um 9 Uhr, erst dann haben wir im H1 den Trend gebrochen. Sollten wir jetzt bloß ganz kurz oben drüber gucken und um 9 Uhr wieder weiter unten, also wieder tiefer schließen, ist es nur ein Fehlbruch und dann kann der nächste Abverkauf losgehen. Das heißt, wissen tun wir oder wissen, ob diese Positionen so funktionieren, ob die Longs, ob die Shorts halten oder ob sie jetzt komplett zerlegt werden. Das entscheidet sich 9 Uhr mit der Kerze. Ist der Schlusskurs oben drüber oder ist der Schlusskurs unten drunter? Ist der Schlusskurs unten drunter? Das schreibe ich jetzt hier unten mal rein in. Ist der Schlusskurs im H1 um 09 Uhr unter 18,468 erfolgen neue Shorts. Zumal wir dann eine Kerze schön mit einem schönen langen Docht haben. Muss ich schnell umbauen hier.
und schreibe die zweite Hälfte dazu. So, also hier kann eine Entscheidung erst um 9 Uhr fallen. So lange müssen wir jetzt diese Geschichte aussitzen und die, die noch in Short-Position hängen, ich weiß nicht, wer da noch mit mir zusammen bangen muss, denkt dran, Stops hier oben müssen auf 98 gezogen werden und dann fällt auch gleich die Entscheidung um 09 Uhr. Okay. Wenn noch Fragen dazu sind, dann schmeißt sie jetzt hier rein. Dann kann ich gerne noch darauf eingehen. Wenn nicht, dann würde ich mich hier gerne verabschieden. Wir sehen und hören uns ja dann wieder in 14 Tagen, glaube ich, wenn der Nelson morgens Zeit hat und oder sich die Zeit nimmt, um mit uns hier gemeinsam durch die Märkte zu herrschen. Und damit möchte ich mich verabschieden und sage tschüss, tschüss, moin, moin, euch einen wunderschönen, ertragreichen, pip- und punktereichen Tag aus dem gleich sonnigen Norwegen. Tschüss, tschüss, moin, moin. Dankeschön, Thorsten. Wünsche ich dir auch und danke fürs Webinar. Danke an alle, die dabei waren. Wünsche natürlich auch einen erfolgreichen Tag und ja, bis in 2 Wochen. Bis dahin, alles Gute, passt auf eure Positionen auf. Bis dann, danke an Twitch, ciao, ciao.